Jo, hi Onliners und willkommen zu Tag 182 von Vlogging the Family, das Jahr mit der Eishockey-Familie. Es ist Samstag, es ist der 21. Februar. Es scheint schönes Wetter zu sein. Wir sind ein bisschen später dran, es ist irgendwie so kurz vor 9:30, glaube ich. Aber wir haben die Brötchen schon durch. Die haben schon gepiept. Ja, und wir haben lange geschlafen zum einen. Und vor allem die Schnuffelmäuse, die haben quasi sich miteinander selbst beschäftigt und haben tatsächlich ihre Eltern ein bisschen schlafen lassen. Bis dann so um 8:30 oder 8:50 um den Dreh. Und dann haben wir eben noch die ganze Zeit mit den beiden im Bett rumgetobt, haben gespielt, ne, geschaukelt im Wasserbett, haben mit Plüschtieren gespielt, haben sie fliegen lassen, alles mögliche halt. Und jetzt stehen wir auf, frühstücken erstmal eine Runde. Der Anna hat schon mit unseren Freunden telefoniert, weil ja die beiden Schnuffelmäuse ein bisschen rotzig sind. Beziehungsweise bei Charlotte ist der Schnupfen eigentlich durch. Also die schnupft momentan nicht rum. Aber dafür ist es bei Victoria jetzt umso heftiger. Wobei jetzt, wo sie irgendwie wach ist oder auf ist, scheint es auch weg zu sein. Hat natürlich Schnitte unter der Nase, die getrocknet ist. Aber nö, momentan geht's. Aber sie niest halt die ganze Zeit und hustet zwischendurch auch. Ja, die Anna macht sie gerade fertig, die beiden. Und ich mache unser Frühstück. So, ja, hat also bei unseren Freunden angerufen, zu denen wir nachher wollen, weil die haben ja auch ein Kind. Und hat erstmal angefragt, ob es okay ist, wenn wir mit leicht schnupfigen Schnuffelmäusen vorbeikommen. Und da hat Mandy gesagt, ja, ist kein Problem. Sie sind auch alle gerade ein bisschen verschnupft. Da spielt das keine Rolle. Ja, und deswegen frühstücken wir, dann gehen wir einkaufen und dann werden wir ans andere Ende der Stadt fahren. Zwischendrin ist natürlich Essen. Ja, Schnuffelessen taut ja hier schon auf. Und außerdem werde ich heute Nachmittag, wenn wir dann zurückkommen, werde ich nochmal wieder eine Lage Chips machen. Hatte ich ja gestern keine Zeit mehr für. Guten Morgen, kleine Charlotte. Na, Sonnenschein? Hast gut geschlafen, ne? Ja. Ach, die kleine Süße. Immer sitzen und schaukeln, ne? Und die kleine Schnitte-Prinzessin ist auch unten. Hallo, Victoria. Na? Kleine Schnupfennäschen? Alles klar soweit? Hey, mach mal nicht so Lärm hier. Alter, deine Schwester ist immer laut, ne? Die kommt ganz nach ihrer Mutter. Die ist auch immer so laut und aufgedreht. Aufgedreht vor allen Dingen, ja. Die ersten Tupper-Erfahrungen. Ja. Meins. Wenn ich schon nicht anfassen kann, dann kann ich vielleicht reinbeißen, ne? Schätze aber, du wüsstest dich. Halt's mal fest. Nee, das andere. Die Arme zusammenlassen, nicht auseinanderziehen. Halt's mal fest, rums. Das ist nämlich besser als im Fliegergriff, ne? Mal so schön lecker Plastik. Ja, kleine Charlotte. Du willst kein Powernapping machen, ne? Die ist eher langweilig, weil deine Schwester schläft. Oh, die wird jetzt wieder wach. Guck mal, jetzt wird sie wach. Jetzt kannst du doch wieder mit ihr spielen. Ohne, dass du sie wach machen musst. Charlotte ist immer auf Victoria zugekrochen und hat sie an der Hände gezuppelt, am Pullover gezuppelt. Aber die war echt wieder müde und hat richtig geschlafen, ne? Kleine Schnitte-Prinzessin, du hast richtig geschlafen, ne? Hast sogar geschnarcht. Weil du wahrscheinlich eine Schnupfnase hast. Du willst alles in den Mund stecken. Alles will die in den Mund stecken. Ne? Alles. Ah, ich kann dich ja mal in den Mund stecken.
Ey, nicht deinen Fuß in meine Nase stecken. Tja, Rosella oder Tuch? Lecker. Ja, schick aus. Ja, du siehst ja schick aus. Wollen wir uns mal angucken? Na? Ja. Gehen Manny und Matze besuchen, ne? Und die Stevie. Ja. Ja. Hose und Socken ziehen mal wieder an. Ja, sieht schick aus. Hey, eine graue Korthose. Eine Manchester-Hose. Komm mal her, Schatz. Juhu, wir sind auf dem Weg. Alter. Endlich. So, schon 2:30. Ja. Na gut, aber die Schnuffelmäuse mussten ja erstmal was essen, damit die jetzt quasi ihren Mittagsschlaf auf der Fahrt quer durch die Stadt, die ja auch nicht so mal eben zu Ende ist. Stunde, ja. Stunde werden wir brauchen. Ja, Berlin ist groß halt da. Na, Mittagsschlaf beendet? Na, Mäuschen? Mäuselchen? Mittagsschlaf zu Ende? Na, dann komm mal, Schatz. Ja. Am anderen Ende von Berlin fängt es an zu regnen. Ist nicht schön. Und da ist es ganz voll viel spät geworden. Ist nämlich irgendwie schon 8:30 fast oder so. Drüber über 8:30. Und dann machen wir uns jetzt auf den Heimweg. Da werden wir jetzt aber keine Stunde brauchen, denke ich. Nee. Ja, die Schnuffelmäuse haben schon mal angefangen, ihren Abendbrei zu essen, aber Victoria ist nach 2 Löffeln eingeschlafen. Also eigentlich wäre sie schon vorher eingeschlafen, aber ich habe sie noch ein bisschen wach gehalten, aber dann war vorbei. Dann wollte Charlotte auch nicht mehr essen, haben wir gesagt, na, dann fahren wir jetzt nach Hause und essen wir vielleicht zu Hause noch Brei. Na, seid ihr jetzt wieder gut drauf? Aber müde, ne? Ja. Müde ist die Kleine. Ja, du bist doch auch bestimmt müde. Nö, jetzt hast du noch Armbrot gekriegt. Und du auch. Heute wollten sie irgendwie den Brei nicht essen. Deswegen gab es eben jetzt noch eine Flasche hinterher. Kann natürlich auch mit dem ganzen Durcheinander hin und her fahren. Zeitverschiebung. Also, es ist nicht so weit, dass sich die Zeit verschiebt, aber das Essen hat sich natürlich verschoben. Da habt ihr eine Flasche gekriegt. Kleine Süße. War trotzdem ein schöner Nachmittag, oder? Schöner. Zweite Tageshälfte bei unseren Freunden. Ja. War schön. War schön mit Stevie zu spielen, ne? War schön, ne, mit Stevie zu spielen. Ja, du hast ja ganz friedlich vor dich hingespielt, ne? Und dann noch ein bisschen mit Papa getobt. Charlotte wollte natürlich immer bespaßt werden, ne? So. Die Schnuffelmäuse sind im Bett. Und da waren wir einfach. Hey, tschüss, wir sehen uns morgen. Tschüss, Schnuffel. Tschüss, kleines Schnuffelchen.